Radio 24 ist die älteste, die größte und die meistgehörteste Privatradiostation in der Schweiz. Wie schafft man das? Das ist jeden Tag ein Rennen, wenn ich Ihnen das erklären darf. Also das Erste ist Schritt 1, ein gutes Programm. Info, Musik, Unterhaltung. Wir haben tolle Menschen, tolle Persönlichkeiten, die dieses Programm reißen. Dann Schritt Nummer 2. Wie ist die Distribution? Wo gehen wir überall hin? Wir haben UKW und DAB+. Das hat uns, Radio 24, wirklich unterstützt in den Reichweiten. Wir haben in der Schweiz die Radiokontrolluhr, die das Ganze dann abstützt. So, also die DAB so erfassen kann. Dann Schritt Nummer 3, und das ist ja heute das Thema und gestern auch schon, neue Medien. Also welche unterstützenden Faktoren können wir verwenden, damit Schritt 1 besser ankommt bei den Leuten? Das ist also konstant ein sich selber wieder neu erfinden, sich selber angreifen auch, ohne die Basis zu verlassen. Dann finden Sie es jetzt praktisch leichter aufgrund der technischen Neuerungen kreativer mit dem Radio umzugehen? Also ich finde die Technik etwas Wunderbares. Und wenn man Radiomacherin ist, dann ist man gefordert jeden Tag auch mit der Technik. Also ich würde einfach sagen, doing the basics right, also den Grundsatz darf man nicht verlassen. Man muss eine Balance finden, einen Mix finden, sich selber zu erneuern, immer wieder sich selber neu zu erfinden, wie das in der Popmusik übrigens gängig ist. Also große Stars erfinden sich zyklisch immer wieder neu, aber die Basis nicht zu verlassen. Also wir machen Radio und das hat bestimmte Komponenten, Info, Musik, Unterhaltung, das braucht gewisse Dinge, aber im Kopf, in der Kopfnote, sage ich jetzt mal, entwickeln wir uns immer weiter. Und da das technische Feld ist riesig, da haben wir riesige Möglichkeiten. Immer strategisch, wohlgeformt und fokussiert. Wo würden Sie dein Radio jetzt in 10, 15 Jahren sehen? Im Herzen der Menschen.